hat natürlich ein Hygienekonzept und alles, mussten das mit allen Kooperationspartnern noch einfach abklären, dass das Workcamp auch unter Corona-Bedingungen stattfinden kann. Besonders ist eigentlich, dass auch Teilnehmer teilnehmen können mit verschiedenen Beeinträchtigungen und dass am Ende die Förderschule noch dabei ist. Dieses Jahr sind wir einmal im Salvia Bildungsgarten in Paunsdorf und arbeiten da im Garten mit und unterstützen zum ersten Mal auch das Ökohaus in Bad Kleeberg. Geplant ist, dass wir hier größere Projekte stemmen können, die wir, also Sebastian und ich, nicht alleine gewuppt bekommen. Das heißt, wir brauchen einen großen neuen Kompost. Es gibt eine alte Kräuterspirale, die entfernt werden muss, weil sie einfach nicht mehr hübsch ist. Und an dessen Platz sollen dann zwei große Hochbeete gebaut werden.